BKA Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Ich hoffe, dass die kleine Brünette wieder dabei ist. Die mit dem Grünchen? Genau. Den finde ich geil. Ja. Ich finde ja die kleine Blonde ganz geil. Was? Ja. Die hat was. Passt auch ganz gut zusammen, ihr zwei. Findest du? Find ich. Herzlich willkommen zum dritten Livestream von Chaos Royal. Hier können Sie live mitbestimmen, was Sie sehen und hören werden. Schreiben Sie uns Ihre Ideen, Vorschläge, Wünsche, Träume und Hoffnungen, denn genau das sind die Inspirationen für das, was heute Abend auf dieser Bühne gespielt, gereimt oder gesungen wird. Doch erst einmal einen großen digitalen und analogen Applaus für den Moderator des heutigen Abends, Tobias Wollschläger. Vielen, 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 vielen tausend Dank an die wunderbaren Zuschauer hier live im BKA Theater. Und natürlich auch an Sie da draußen ein herzliches Willkommen hier beim dritten Livestream von Chaos Royal. Ja, es ist wieder soweit. Hier im BKA Hauptstadtstudio wird live für Sie improvisiert. Was bedeutet, Sie können auf der Facebook-Seite und auf der YouTube-Seite vom BKA Theater hier Ihre Vorschläge machen. Sie können reintippen, was Sie hier gerne sehen wollen. Und das wird dann auf diesem wunderschönen Bildschirm zu sehen sein. Und das wird die Vorgabe sein für das, was die beiden großartigen Spielerinnen heute Abend hier spielen werden. Und wenn Sie sagen, wow, ich finde das jetzt am Anfang schon so großartig und so genial, ich möchte diese Künstlerin und auch das BKA Theater unterstützen, dann kauft doch einfach ein Antivirus-Livestream-Ticket. Damit ist uns und dem BKA sehr geholfen. Aber jetzt weg von mir, hin zu den bildhübschen, großartigen Spielerinnen des heutigen Abends. Constanze Krohmer und Josephine Heidt. Dankeschön! Ist es toll mit Publikum? Oh, ich liebe es, es ist großartig. Okay, wir sind ready. Wir sind ready. Ihr seid schon ready. Okay, na dann erstmal runter. Die beiden sind ready. Und was sie machen werden, ist, sie werden gemeinsam Zeile für Zeile, bzw. Strophe für Strophe gemeinsam ein Gedicht hier vortragen. Ich muss immer mal gucken, wo ich stehe, damit mein Kopf nicht abgeschnitten ist. Wurde mir zumindest von der Technik so gesagt. Ja, und natürlich, was ist das Wichtige für so ein Gedicht? Ein Titel. Den könnt ihr jetzt eintippen in diesen wunderbaren Chat. Dazu muss ich kurz sagen, wir befinden uns hier 20 Sekunden in der Zukunft. Bis das, was ich hier rede, über diese digitale Verarbeitung bei euch zu Hause ankommt, vergehen 20 Sekunden. Das heißt, ich rede jetzt noch ein bisschen weiter, damit ihr sozusagen die Möglichkeit habt, hier ein paar wunderschöne Vorschläge einzutippen, was der Titel dieses wunderbaren Gedichtes sein könnte. Anscheinend habe ich noch nicht lange genug geredet, weil die Vorschläge kommen noch nicht. Vielleicht ist es aber auch so, dass ihr noch ein bisschen verschwitzt seid von den heißen Temperaturen da draußen. Oh, jetzt kommt es, jetzt geht es hier los. Die Augenweide, das ist natürlich ein wunderschöner Titel. Oh, sehr schön finde ich allerdings auch, ich glaube, ich kann fliegen. Ich glaube, ich kann fliegen. Ja, das, oh, im Saftladen, oh Gott, jetzt geht's los. Im Saftladen, da höre ich hier aus unserem Live-Publikum ein leises Lachen. Das gibt mir doch Hoffnung, dass das genau das ist, was Sie zu Hause auch vor Ihrem Bildschirm sehen wollen. Also hören wir jetzt das Gedicht mit dem Titel Im Saftladen. Und wir zählen gemeinsam ein, bevor das Gedicht losgeht, von 5 runter. Und zwar mit 5, 4, 3, 2, 1, los! Ich hatte Durst und stand davor. Die Sonne brannte heiß vom Himmel gar empor. Und so lüstete ich
nach Flüssigkeit. Ich war zur Flüssigkeitsaufnahme wirklich bereit. Doch Mist, hat ich jetzt meine Maske vergessen? Hab ich sie im Jackenbund stecken gelassen? Oh nein, meine Kehle ist so trocken. Oh, und dieser Laden tut mich locken. Da im letzten Hosen allerlei hol ich etwas heraus. Zwei Stoffstücke, ja, zwei. Oh, und diese nähe ich geschwind zu einem Stück, bin ja kein Kind. Hab mich gewöhnt an diese Zeiten und will mich jetzt dem Saftladen hinbereiten. Ich betrete ihn durstig, froh und sehe dort die Flasche rot. Es ist der Saft von einer Beer. Ah, mein Inneres sich kaum erwehren kann. Ah, es ist Holunder. Mann, oh Mann. Ich greife an die Flasche ran, nehm sie raus und öffne gar den Deckel. Da kommt der Besitzer und schimpft mich, du Jeckel. Was greifst du an die Pulle ran? Du hast doch nicht bezahlt, du blöder Mann. Also gehe ich denn den Deckel aufgesetzt zu ihm, mein Innerstes zutiefst verletzt, und reiche ihm die Pulle wieder zurück. Und er sagt, mein Gott, hast du ein Glück. Dankeschön, bis hierhin. Oh, okay, vielen Dank. Dankeschön. To be continued. Ja, reimen, das können die beiden. Aber was können sie? Sie können uns folgen. Ganz einfach. Ihr geht mal auf Facebook, guckt nach Chaos Royal, oder ihr geht auf Instagram auf Chaos-Royal, oder wenn ihr sagt, ich möchte ja wissen, wann spielen die endlich live? Hier im BKA-Theater, live, wann kann ich da hin? Dann kann ich euch sagen, die Premiere ist am 3.8., aber alle anderen Termine findet ihr auf der BKA-Theater-Seite. Aber wir haben noch etwas ganz anderes. Ein kleines Gewinnspiel für euch. Ihr habt ja zu Beginn hier die beiden Hauptstadtgrößen, bekannter als Fernsehturm und Brandenburger Tor, zusammen gesehen. Siggi und Günther. Und Siggi und Günther sind ja Menschen, die sich an ganz vielen verschiedenen Orten aufhalten. Und wir wüssten ganz gerne, wo sie sich in ihrem nächsten Videoclip aufhalten. Ihr könnt auf Chaos Royal Impro mal bei YouTube eingeben. Da findet ihr wunderbare kleine Clips von den beiden. Aber beim letzten Mal gab es die große Herausforderung, Siggi und Günther haben sich in der Sauna getroffen. Es ist ein wunderschönes Video, guckt es euch auf jeden Fall an. Und tausend Dank geht in diesem Moment raus an die Gewinnerin, die mit diesem Vorschlag gewonnen hat. Das war Homa. Und sie hat ganz etwas Großartiges gewonnen. Ja. Das Original. Siggi und Günther Live-Plakat. Es wird von den beiden noch signiert und kommt für dich, Homa, direkt nach Hause. Ob per Post oder vielleicht sogar ganz persönlich mit Sicherheitsabstand von uns. Das werden wir mit dir über Facebook noch verhandeln. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, so ein Plakat, das brauche ich auch, dann geht auf Chaos Royal auf Facebook. Da ist ein Foto von genau diesem Plakat. Macht euren Vorschlag, wo sich Siggi und Günther das nächste Mal treffen. Und wenn euer Vorschlag die meisten Likes, die gefällt mir's bekommt, dann gewinnt ihr eventuell ein Plakat. Eventuell aber eine ganz andere Überraschung. Da sind die Möglichkeiten noch ganz, ganz weit und offen. Aber jetzt möchte ich aufhören zu reden. Es soll ja nicht um mich gehen, sondern um die beiden Spielerinnen. Und die werden hier jetzt eine sogenannte Genre-Achterbahn spielen. Und dazu hätte ich ganz gerne einen Anlass, der zwei oder mehrere Menschen zusammenbringt. Warum können Menschen zusammenkommen? Da bitte ich jetzt um eure Vorschläge. Nämlich, die beiden werden dann an diesem Ort
oder dieser Situation erstmal eine Szene spielen und dann könnt ihr zwischendurch immer weiter schön ein paar Genres reingeben. Science Fiction, Western kennt man schon, vielleicht ein paar andere, die nicht so präsent sind. Und die Szene wird immer weiter gespielt und zwischendurch immer in diesen Genres eingefärbt, sich immer wieder wandeln. Und dann Sigi und Günther for President. Sigi und Günther sind einfach die Gewinner der Herzen. Auch Gunnar schreibt dir schon, das will ich auch. Ja, Gunnar, wenn du das willst, mach einen Vorschlag. Wenn deiner gewinnt, dann könntest du der glückliche Gewinner von einem Plakat sein. Oder vielleicht etwas ganz anderem. Oh, jetzt gibt es hier die Corona-Party, die Dildo-Party, die BVG-Kontrolle, den Baumarkt. Ich persönlich, Kindergeburtstag. Und jetzt ist es schon wieder weg. Das Bürgeramt. Klassentreffen der Grundschule. Das ist der Vorschlag. Tausend Dank an Annika. Annika, super. Klassentreffen in der Grundschule. Das wird stattfinden. Ich werde nach da hinten gehen, von meinem Privatbildschirm die Genres, die ihr hier eintippt, einfach mal reingeben. Aber erstmal ziehen wir ein mit 5, 4, 3, 2, 1, los. Oh wow, 10 Minuten zu früh. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Verena. Fast. Ilse. Ach, Ilse. Hey. Wir saßen zusammen in Physik und Mathe und Deutsch und Erdkunde eigentlich fast. Ja, das war so krass, dass wir in der Grundschule schon Physik hatten. Das war einfach, ich meine, diese Elite-Grundschule. Wow. Ja. Wow, das war echt prägend. Schön, dich zu sehen. Bin mal gespannt, wer noch alles kommt. Ja. Ach, stopp. Was ein bisschen. Es geht weiter im Stile einer Telenovela. Ich hatte harte Jahre. Es ist wirklich sehr warm hier. Harte Jahre? Ja. Gunda, du warst doch der Traum aller Klassenkameraden. Und ich nur die kleine graue Maus. Aber du hast dich gemacht. Ich hab dich beobachtet all die Jahre. Meine Güte, du bist so weit gekommen. Du mich beobachtet? Ja. Das habe ich nicht gewusst. Ich hab dich nie vergessen. Wie du mir damals die Schwerkraft erklärt hast. Ja, ich war schon immer gut in Physik. Meine Mutter hat schon ganz früh gemerkt, dass ich Schwerkraft verstehe. Als Film ich vom noir. Wickeltischspiel. Hast du Feuer? Ich habe gehört, Herr Hagemann ist tot. Ja. Mysteriöse Umstände, unter denen er gestorben ist. Ist das so? Die ARD Sportschau. Hua! Das ist ja mal, ein Ding. Ja. Er war auf dem Treppenansatz. Dann richtig. Ist er runtergegangen und da ist er gestolpert, hat 3 Überschläge gemacht und man kann sich bis heute nicht erklären, wie er das geschafft hat, und auf dem Kopf zu landen. Unglaublich, Basis. Unglaublich. Und dann hat er sich geradezu einen Schädelbasisbruch zugezogen. Es war ein Loch, es war so platziert. Wow. Das ist unglaublich, wie diese Platzierung von Herrn Hagemann gemacht worden ist. Es ist unfassbar, wie die Physik denn noch funktioniert in diesen Zeiten heutzutage. Der Italo-Western. Ganz schön heiß hier. Haben die keine Klimaanlage? Hatten wir noch nie. Wie kommst du darauf? Es war immer verdammt heiß hier. Ach. Seit wann bist du wieder in der Stadt? Gerade angekommen. Gerade angekommen? Ich bin sehr froh, dass ich dich jetzt hier alleine treffe. Wow, 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 wow. Hier ist peaceful Gebiet. Okay, hey,
Ich hab die Brille nicht auf, das ist unfair. Ich sehe alles nur verschwommen, verdammt. Lass mich wenigstens meine Brille aufsetzen. Wegen dir bin ich nicht aufs Gymi gekommen. Du glaubst wirklich, dass das meine Schuld war? Oh ja. Ich konnte dich nicht immer abschreiben lassen. Das war echt mies. Okay. Das letzte Genre für heute ist die Tierdokumentation. Oha. Was hast du denn da jetzt gemacht? Wer, ich? Oh nein. Willi, der Klassenhamster. Ein Nager. Ein Nager, so ist es. Der Nager der Klasse. Der jetzt nicht mehr nagen kann, er war am Boden, hatte sich dort an einem Stück Keks genagt, gelabt. Und nun hat ihn die Kugel durchlöchert. Besser jetzt als der Hamster tot. Der Hamster an sich, der bewegt sich gerne in Rädern, liebe Zuschauer, und neigt dazu, nicht mehr aufzuhören. Und so ist es denn doch manchmal gut, wenn ein Ende gesetzt wird. Ein Ende von diesem immer sich drehenden Rad, wie dem Rad der Grundschule. Dem muss manchmal ein Ende gemacht werden. Und das Ende wird jetzt gemacht. Vielen Dank, ihr beiden Großartigen. Wow. Ja, so viele Genres gibt es nur hier live bei Chaos Royale. Wenn ihr sagt, wow, das will ich unterstützen, kauft ein Antivirus-Livestream-Ticket sehr gerne auf der Seite des BKA. Oder sagt, oh Mensch, ich unterstütze die, indem ich ihnen einfach folge, indem ich einfach ein Fan werde. Denn was wir mit diesen Unsummen, die wir hier immer einnehmen, es sind aber Millionen Yen vielleicht, ich weiß nicht. Nein, weg davon. Also, was wir damit machen ist, wir haben großartige Kolleginnen und die lassen wir dann live einfliegen über das Internet. Und das haben wir gemacht mit der großartigen Kollegin Beate Fischer. Beate Fischer wird jetzt hier reingetragen. Auf Händen tragen wir nämlich unsere KollegInnen. Auf Händen. Und sie kommt jetzt hier direkt zu mir. Beate, es ist so schön, dich zu sehen. Also, ihr seht sie noch nicht, aber in wenigen Sekunden werdet ihr sie sehen. Und dann hoffentlich auch hören. Wir schauen mal. Ja, ah, da ist Beate. Einen herzlichen Applaus für Beate. Sehr schön. Hört man Beate? Warte, sag mal was. Ja. Ah, ja. Ja, wir probieren hier bei Chaos Royale immer Neues aus. Da gehen wir auch Risiken ein. Aber ich finde, das hat sich gelohnt. Sehr schön. Beate, wir freuen uns total. Du wirst ja auch ab August dann hier wieder live mit uns spielen. Freust du dich schon drauf? Natürlich. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin ja so froh, wenn wir draußen wieder, also draußen drinnen, wieder spielen können. Alle zusammen. Sehr schön, wir freuen uns auch und darum haben wir gesagt, wir möchten, dass du heute hier sozusagen mit uns dann spielst und zwar eine wunderbare Einwortgeschichte. So, und darum werde ich mich jetzt mal hier schon verabschieden und die Josefine auf die Bühne lassen. Ja, verehrte... High five! So, liebe Livestream-ZuschauerInnen, ihr könnt ja jetzt leider, kann ich eure Vorschläge gar nicht mehr sehen, darum brauche ich jetzt sozusagen den Gegenstand, der in dieser Einwortgeschichte eine Rolle spielen wird, hier von unseren analogen Gästen. Welcher Gegenstand soll in dieser Szene eine Rolle spielen? Der Korkenzieher kam von da hinten. Das ist absolut richtig und großartig. Wir werden jetzt eine Premiere haben. Sowas gab es noch nie. Wir zählen runter und dann wird es die Einwortgeschichte mit dem Korkenzieher geben. 5, 4, 3, 2, 1, los! Es. Es. Hörte. Was? Hörte. Jemand. Zu. Nebenan. Joachim saß. Auf. Dem Sofa. Er. Hörte ein. Geräusch. Weinen? Etwa?
oder jauchzen. Er wollte es genauer wissen, klopfte dreimal an die Wand, legte sein Ohr daran und vernahm ein Weinen. Joachim half sich selbst aus der Patsche. Er klingelte bei Herrn Brösenfeld. Herr Brösenfeld war ein einsamer Mann und pflegte abends zu schnarchen. Joachim klingelte noch einmal. Da öffnete Herr Brösenfeld die Tür. Joachim sah seine Weinflasche. Die war zu. Joachim wusste, ich werde helfen, nahm den Korkenzieher und öffnete die Weinflasche. Herr Bröselfeld und Joachim tranken den ganzen Abend lang. Dankeschön! Yeah. Oh, danke, Beate, fürs Mitmachen! War so schön, dich zu sehen! Bald wieder hier, Analo! Spätestens im August! Ciao! Vielen Dank, Beate! Großartig, ja! Man muss halt einfach nach innovativen Lösungen suchen. Wir haben welche gefunden. Wir hoffen, dass wir im August gar nicht mehr darauf zurückgreifen müssen. Aber man weiß es nie und es wird auf jeden Fall immer weitergehen mit Chaos Royal. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt uns doch bitte einfach auf Facebook, einfach Chaos Royal eingeben oder auf Instagram chaos-royal, damit ihr nichts von uns verpasst. Aber an dieser Stelle muss ich jetzt einzelne Personen dieser wunderschönen Chaos Royal Truppe hervorheben, nämlich jemanden ganz besonderen, der hier schon den ganzen Abend Großartiges leistet, nämlich Piano Reeves. Piano musikalisiert hier vor sich hin, das ist einfach eine Freude, es ist absolut großartig und genau das wollen wir natürlich auch nutzen. Jetzt wird hier nämlich eine Szene gespielt werden. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt wirklich emotional aufgeladen, dann werde ich jetzt sagen. Und dann dürfen alle analogen Gäste, aber natürlich auch ihr zu Hause vor dem Bildschirm, wenn ihr wollt, ganz laut mitschreien. Das klingt nach einem Lied. Und dann wird die Person hier ein kurzes Lied singen. Aus der Situation heraus. So, und dazu hätte ich jetzt erstmal gerne einen Ort. Einen Ort, wo sich zwei Menschen oder mehrere Menschen begegnen können, landschaftlich, drinnen, draußen, wo soll es sein? Euer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Wir zaubern hier wirklich alles auf diese Bühne. Alles, was ihr euch vorstellen könnt, können wir hier darstellen, dank der Imanigations 3000 Eclipse-Einstellungen, die wir installiert haben. Ja, wie gesagt, wir sind wirklich top of the art, was Technologie angeht. So, jetzt bin ich gespannt auf eure Vorschläge. Bravo, tschüss Beate, geil, wup wup. Wup wup ist auch einer meiner Lieblingsausrufe. Plumsklo, Mars, in der Sauna. Ja, in der Sauna waren ja schon Sigi und Günther, darum würde ich das mal rausnehmen. Fernsehturm, das ist natürlich so urberlinerisch, das finde ich schon mal sehr schön. Chemielabor, Achterbahn. Oh Gott, jetzt geht's hier los. Schönleinstraße, FKK-Strand, Homeoffice. Oh Gott, Ikea. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich finde das Chemielabor großartig. Gott. Ja? Toll. Die Szene muss ja nicht die ganze Zeit im Chemielabor spielen, aber ich möchte, dass sie auf jeden Fall eventuell da beginnt oder zumindest ein Chemielabor beinhaltet. Bin sehr gespannt.
was wir hier zu sehen und natürlich auch zu hören bekommen haben. Oh Gott, zwei Nonnen im Sexshop. Also egal, ich möchte das jetzt einfach alles hier. Ich ignoriere das. Es bleibt das Chemielabor. Wir sind noch vor 22 Uhr. Und darum zählen wir jetzt erstmal ein mit 5, 4, 3, 2, 1, los! Taschen. Ich habe gehört, hier ist was kaputt gegangen. Ja, die Kühlung ist leider hier ein kleines Leck. Ach, super. Schön, dass Sie so schnell einrichten konnten. Ja, ist ja kein Problem. Ja. Wir von Fröhlich und Söhne sind bereit, wenn im Chemielabor was klemmt oder ausläuft oder so. Jetzt! Das klingt nach einem Lied. Seit der dritten Generation kümmern sich Fröhlich und Söhne, wenn es tropft, dann kommen wir schon und lösen das Problem. Ich beug mich nieder und schau mir das Problem mal genau an. Und lege los, denn das ist, was ich kann. Ich fixe jetzt ihre Kühlung, oh, und danach vielleicht die Klospülung. Nein, also Klospülung ist der Ich hab was verstanden. Ich fick ihre Kühlung jetzt. Nein, fixen nennt man das. Fixen. Ja. Das ist ein Neudeutsch. Wär, so. Was glauben Sie denn, wie lange Sie da brauchen? Ich würde sagen, ich muss mir das genau ansehen, aber vielleicht bin ich in 10 Minuten wieder weg. Machen Sie da was Besonderes? Naja, ich hab da so ein Projekt. Ein Projekt? Ja. Alkohol, ohne dass man betrunken wird. Wahnsinn! Ja. Ja, damit also Leute, die wirklich ihre Leber zerstören wollen, das einfach auch mal tun können. Jetzt! Ja. Das wäre der Hit. Das wäre der Hit. Ich stelle es her. Wer sein Leber gern zerstören will, der wird es in Zukunft können und dabei Auto fahren, juhai, wow, denn sonst fährt man sich zu breit, bevor die Leber ganz kaputt ist, oh, 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 bevor die Leber ganz zerstört ist, so, hab ich mir das gedacht, ja. Das ist eine irre Erfindung. Ja, ich dachte auch. Also das ist meine Maßnahme auch gegen die Überbevölkerung. Wann kommt denn das auf den Markt? Naja, ich bin kurz vor dem Durchbruch. Irre, und dafür brauchen Sie die Kühlung? Wollen Sie mal probieren? Warte, gibt es Nebenwirkungen? Nee, eben nicht. Also wenn es funktioniert. Aber ey, trinkt das jetzt und dann werde ich nicht besoffen? Nee, hundertprozentig Alkohol. Und nicht besoffen. Ja. Ja, ist Wodka. Ja, das stimmt. Da kann ich ja noch einen eigentlich, oder? Also Sie spüren jetzt gar keinen Zustand. Also ich gebe Ihnen das mal. Ah, also spüren tue ich schon, aber nach dem Schätzchen, was soll man. Ah.
Da brennt ein bisschen, aber spüren tue ich noch nichts. Super. Wann sind Sie fertig? Eigentlich jetzt. Also Kühlung geht wieder. Ich muss nur anmachen. Punk. Wenn Sie das dann da reinstellen würden? Den Wodka? Ja. Gut. Darf ich noch ein? Also darf ich? Sie dürfen sich Ihre Leber zerstören, so viel Sie wollen. Scheint zu funktionieren. Das ist ja ein Service, würde ich mal sagen. Ah, darf ich mal wissen? Jetzt mal so unter uns gesprochen. Ach, ja. Das Besoffensein ist ja eigentlich das Geile am Trinken. Jetzt! Heben will, dann soll's ja richtig drehen. Wenn ich mir einen heben will, will ich danach auch brechen gehen. Wenn ich mir einen heben gehe, dann soll's ja ordentlich wacken. Wenn ich mir einen heben will, soll die Frau mich weiß wie meine Schranken. Ja, dann scheinen Sie nicht mein Zielpublikum zu sein. Ah. Aber bitte, ja. Haben Sie denn auch schon mal einen versucht? Also. Nein, ich habe noch keinen versucht. Ja, ich hab da jetzt dran genippt. Es scheint ja, also Sie scheinen, das scheint keine Wirkung zu haben. Ich schenk Ihnen was ein. Ja, naja, also die Sinnhaftigkeit meiner Erfindung ist halt wirklich nur für suizidale Personen letztendlich geeignet. Da gibt es ja auch eine Lobby. Also die finanzieren das hier. Fähig, aber gut. Letztendlich bezahlen die auch das, was sie jetzt hier arbeiten. Wahnsinn. Ja. Wie lange machen sie das schon? Naja, 20 Jahre. Wow! Ich bin manchmal etwas einsam hier. Jetzt! Zweifle ich an der Sinnhaftigkeit meiner Erfindung. Manchmal, oh no. Ich stehe hier Tag ein, Tag aus, ganz einsam und weiß nicht so genau, wofür. Auch ganz gern mal nach draußen gehen. Warum tun sie es nicht? Draußen ist es so gefährlich, oh wow. Denn die ganzen Besoffenen, die sind ja so unkontrolliert. Wer weiß, was einem da passiert. Ich bin mal, so geht das aber nicht. Sie können doch nicht 20 Jahre hier im Labor sitzen. Gucken Sie mal, sind schon ganz blass. Sie ja. müssen mal raus. Das hat meine Frau damals auch immer gesagt, bevor sie mich verlassen hat. Oh. Ja. Ah. Ja. Ah. Ja. Hast du denn einen Kumpel, sag mal? Nee. Jakin? Nee. Also hier Egon, die Versuchsratte, die mit der spreche ich manchmal. Aber die sterben ja auch weg. Freundchen, das ist doch kein Leben. Na, Egon. Mhm. Pass auf. Was? Wann hast du Mittagspause? Nie. Was? Wieso hast du keine Mittagspause? Was? Ich schlafe hier, ich lebe hier, ich gehe eigentlich nie raus. Pass mal auf, mein Freund. Ich bin der Achim und wer bist du? Kann mir jemand sagen, wie ich heiße? Hier ist ein Publikum, bitte. Roger. Ich bin der Roger. Roger? Ja. Pass mal auf. Du machst jetzt Mittagspause. Hast du eine Stempelkarte?
Nein. Du musst halt doch ein- und ausstempeln. Und wenn du dich ausstempelst, machst du Mittagspause. Kommen wir in 2 Stunden wieder. Und bis dahin gehen wir auf die Pizza. Piss doch, Roger! Ich war hier ja noch nicht draußen. Das kann nicht sein. Roger, hör auf. Hör mir auf. Du machst jetzt einmal in deinem Leben Mittagspause. Jetzt. Und gehst mit mir eine Currywurst essen. Jetzt mach mal Mittagspause. Oh, Roger, komm mit mir und wir machen eine fette Mittagspause. Dann gehen wir zu Curry 36 und essen schöne Wurst. Ist nämlich deine ganze Sorge wurscht. Roger, komm mit mir, was sagst du dazu? Wenn wir Egon mitnehmen, dann sag ich dir zu. Pack Egon rein, Roger! Wir machen jetzt Mittagspause. Ein Riesenapplaus an Piano Reeves. Wow, das war ja großartig emotional und vor allen Dingen sehr musikalisch. So, jetzt wird es weitergehen mit euren Vorschlägen. Und zwar werden die beiden jetzt eine Szene spielen. Und in dieser Szene wird Fine nur Sätze sagen dürfen, die ihr hier schreibt. Das heißt, ihr könnt jetzt schon mal anfangen, ein paar wunderschöne Sätze zu schreiben, wo ihr sagt, oh, die würde ich unglaublich gerne mal laut hören. Das hat mir jemand gesagt und das geht nicht mehr aus meinem Kopf. Oder das möchte ich nie wieder hören. All das könnt ihr hier jetzt reintippen und Fine wird es sprechen. Aber bevor wir diese Sätze werden natürlich reingetippt, ich hätte aber gerne auch noch eine Situation, eine aufgeladene Situation, in der sich zwei Menschen begegnen können. Vielleicht hätte ich damit anfangen sollen, weil jetzt werdet ihr höchstwahrscheinlich schon total kreative Sätze reinschreiben und ich, Idiot, hab die jetzt, kann die gar nicht so wirklich nutzen, aber... Wir haben den gleichen Fehler nochmal gemacht, Tobi. Das ist kein Problem. Aus Fehlern lernt man, nur ich nicht. Also, schreibt doch jetzt erstmal eine emotionale Situation und dann ein paar wunderschöne Sätze. Und beim nächsten Mal, wenn es eventuell wieder einen Livestream gibt, dann mache ich das anders. Oder ihr kommt im August einfach live hierher und dann mache ich sowieso alles ganz anders. Oh Gott. Oh, eine aufgeladene Situation haben wir jetzt schon. Und zwar die Polizeikontrolle. Oh, wow. Das finde ich ja durchaus. Den Satz darunter lese ich nicht vor, den können Sie sich zu Hause angucken. Aber... Ich bin jetzt sehr gespannt auf die emotionale Situation mit der Polizeikontrolle. Ihr könnt schon mal weiter fleißig Sätze reintippen und jetzt mit mir runterzählen von 5, 4, 3, 2, 1, los! Oh, Blinker. Oha. Oha, bremsen. Ute, bremsen. Guten Morgen. Du klingst wie deine Mutter. Wie bitte? Das hat sich historisch so entwickelt. Machen Sie mal bitte den Motor aus. Ich muss mal eben Ihre Fahrzeugscheine, Führerschein, Routinekontrolle. Ich hab das nicht gewusst! Nein, ist ja auch ein Überraschungs. Also das machen wir ab und zu mal kontrollieren. Machen Sie sich keine Sorgen. Seit wann ist denn das? Was? Du kannst auch durch die Nase schlucken. Der Mensch ist Mensch. Naja, also... Das sieht doch gut aus. So, die Fahrzeugpapiere noch bitte. Mein Joint war schlecht. Wie bitte?
Scheiße, scheiße, HSV. Steigen Sie mal bitte aus. Ah. Sie haben Marihuana konsumiert jetzt, oder? Oft. Oft. Aber jetzt, haben Sie jetzt gerade Marihuana? Steigen Sie mal bitte aus. Tut mir leid, dass ich mich nach unserem Date nicht gemeldet habe. Ach so, Sie hatten schon öfter mit der Polizei zu tun? Es war so trocken. Was? Vielleicht möchte ich das später essen. Was? Ihren Führerschein? Ich liebe den Wendler. Okay, Sie haben eindeutig Marihuana konsumiert. So. Laufen Sie mal bitte hier einmal auf dieser Linie. Ein Königreich für ein Eisenbahnwaggon hinter Achsenschraubengewinde. Okay, ich kann Sie jetzt leider nicht weiterfahren. Sie faseln ja völlig. Ich habe aber nicht getrunken. Ja, aber anscheinend Marihuana. Also wenn Sie den Wendler geil finden, Entschuldigung, das kann man ja nur bekifft und nicht ertragen. Ich habe halt Koks gegessen. Klick, klick. So, ich waren Sie im Wald oder warum ist hier eine Reh? Okay, Frau Schöller, ich muss Sie jetzt leider bitten, Ihr Fahrzeug bitte abzustellen. Sie dürfen heute leider nicht mehr weiterfahren. Ich habe trockenen Schnupfen. Was? Auch trockenen Husten? Supercalifragilisticexpialidocious. Okay, Sie kommen jetzt mal bitte mit. Hier in meinen Wagen, kommen Sie mal mit. Ich kann nicht furzen. So. Ich muss jetzt Ihre Personalien aufnehmen. Hier im Streifenbus. In unserer Wanne. Pudding esse ich gern. Mhm. Das kenne ich vom Marihuana-Konsum. Da kriegt man immer so Fressgelüste hinterher. Das ist dann eigentlich ein Zeichen dafür, dass es schon abklingt. Mhm. Ich glaube, ich bin betrunken. Ich sehe schon alles vierfach. Auch. Okay. Wenn Sie mal bitte hier reinblasen. Muss los, will zurück zum Open Air. Nee, geht jetzt nicht. Ich wurde an zwei Tagen geboren. Dankeschön. Ja, vielen Dank an Sie da zu Hause, dass Sie die beiden vor so großartige Herausforderungen gestellt haben. Jetzt gibt es eine ganz tolle, einzigartige Möglichkeit. Ich hoffe, ihr habt alle Skype. Wenn ihr Skype habt, dann öffnet jetzt euren Skype-Account. Dann gibt es oben so ein kleines Suchenfenster. Da tippt ihr Chaos Leerzeichen Royal ein. Dann findet ihr da jemanden, der heißt Chaos Royal. Und der hat lustigerweise auch dieses Chaos Royal Logo als Foto. Und dann sagt ihr euch, ich möchte unbedingt hier live in diese Show und ein Lied gewidmet bekommen. Das heißt, ihr klickt oben auf dieses kleine Kamerasymbol und ruft an. Und Konstanze, du kannst mir hier jetzt schon mal unseren wunderschöne Technik aufbauen. Das ist die einmalige Möglichkeit, hier jetzt direkt in unserem Hauptstadtstudio anzurufen, live reingeschaltet zu werden. Und dann werden Josephine und Konstanze euch ein ganz persönliches, einzigartiges Ständchen singen. Das ist eine Chance, die man sonst so nie wiederbekommen wird. Und wenn dann nur für unendlich viel Geld. Also nochmal, geht auf Chaos, Leerzeichen Royal, dann findet ihr da das Chaos Royal Bildchen und dann klickt ihr auf die Kamera oben. Ruft an, es ist eine Gelegenheit, die ihr so nie wieder bekommen werdet. Ich vertraue auf euch, denn uns an. Wir können nur so schön sein wie... Oh Gott, Felix! Felix, Felix ist da. Wirklich? Nein, hast du auch Felix! Wo ist dein Bild? Felix, wir sehen dich noch nicht. Wir sehen dich noch nicht. Jetzt vielleicht? Ja. Nee, das sind wir. Kamera. Da ist unten so ein Symbol. Da sind so drei Sprechen, Kamera. Ist es ja weg? Nee. Ist er noch da? Da oben rechts ist er. Soll ich mal Sven den Stecker rein und rausziehen? Na, da ist er. Hey. Felix. Großartig. Mensch. Genial. Wunderbar. Felix so. Ist nicht allein. Nein, Felix ist nicht alleine.
Ich werde jetzt aber gleich die Konstanze alleine lassen und die Fine wird hierher kommen. Und die wird dir, lieber Felix, ihr beiden werden dir ein paar Fragen stellen und dann werden sie dir ein Lied singen. Und da wir ja schon gemerkt haben, wie großartig die singen können, möchte ich da noch eine kleine Herausforderung einbauen. Und zwar habe ich in mühsamer Kleinarbeit einen großartigen Riesenstock gebastelt und immer der, oder besser gesagt diejenige, auf die ich zeige, wird nahtlos dann weiter singen, deinen ganz privaten, einzigartigen Song. Das ist doch was. So, Fine, du darfst jetzt herkommen, ich gehe nach unten. Cool, sag noch mal was, Felix, damit wir Sound checken. Hörst du uns ja? Ja, ich höre euch. Ah, jetzt hören wir dich auch, super. Okay, Felix. Ich habe euch gut zugehört, ist gut. Ah, Felix, wo bist du gerade? Wir sind am Hermannplatz. Seid am Hermannplatz, voll ins Eck? Skype Audio, wo ist das? Was ist jetzt? Ablehnen. Warum steht da Fine Skype Audio? Ablehnen, ja. Okay. Felix, bist du noch da? Okay, gut. Wir sind noch da. Vielen Dank, Sven. Vielen Dank. Felix, seid ihr am Hermannplatz in deiner Wohnung oder wo seid ihr? Ja, hier beim Kumpel. Wie heißt dein Kumpel? Ich bin Alex, hi. Alex. Hi, Alex. Hallo, Alex. Okay, also das ist Alex' Wohnung am Hermannplatz, wunderbar. Und was macht ihr da gerade? Also abgesehen vom Livestream schauen natürlich, was für eine blöde Frage. Also was macht ihr sonst, abgesehen vom Livestream schauen? Wir gehen halt gern feiern, ne? Ja, okay, wo geht ihr gerne hin? Ja, Sisyphos, so das ganze Gedöns, Blank. Ja, das ganze Gedöns, das alles jetzt zu hat, ja. Okay, was fehlt euch am meisten am Nicht-Feiern-Gehen? Schwierige Frage. Einfach Leute treffen und so, da so cool abhängen irgendwie im Außenbereich, dann wieder zurück zur Musik und so. Cool abhängen im Außenbereich, ja, wunderbar. Felix, darf ich dich fragen, was du beruflich machst? Ich bin im öffentlichen Dienst. Das kann ja alles sein, das kann Polizist. Ich mach da so Controller-Excel-Geschichten, also richtig spannend. Wie im öffentlichen Dienst, Controller, Excel. Ist dir das unangenehm, darüber zu sprechen? Dann wechsle ich das Thema. Aber es würde mich ja, inwiefern öffentlicher Dienst für wen? Also ich bin im Joy Center. Was ist da? Joy Center? Job Center. Im Job Center. Ach, im Job Center. Ah, okay. Ja, das ist was anderes. Joy Center und Job Center ist was anderes. Alles klar. Controlling oder wie hieß das? Genau, also ich hau quasi die Mitarbeiter auf die Finger, dass sie ihre Arbeit machen. Ah, du gehst da und controlst einfach mal eine Runde. Alles klar, sehr gut. Mhm. Okay, Felix, hast du ein Hobby, abgesehen vom Feiern? Ich gehe gern Fahrrad fahren. Fahrrad fahren? Okay, cool. Und hast du noch was? Ja, sonst, Karneval in Köln. Bist du Kölner? Komm ich da so ein bisschen her auf. Ja, so die Ecke. Der ist eine feierwütige Person. Du bist Person. Eine Frohnatur, hör mal. Eine feierwütige Frohnatur. Auf jeden Fall. Ein bisschen, auf dem Fahrrad. Ne? Das sind ja harte Zeiten für dich, meine Güte. Ja, Mann. Wollen wir noch was wissen? Glaubst du, du bist jetzt strenger geworden, weil du nicht mehr feiern darfst gerade beim Controllen? Nö. Genauso streng wie vorher. Felix, ein Wunsch, den du, wenn du jetzt einen Wunsch dir erfüllen lassen könntest, was wär's? Kann auch was Kleines sein. Was Kleines? Mehr Fahrradwege in Berlin. Ich liebe dich, Felix. Mehr Bubetigung. Was? Pui, das Publikum hier. Ja, mehr Fahrradfahrer. Okay, mehr Fahrradwege in Berlin. Okay, that's it, oder? Felix, du darfst dich jetzt, Felix, ihr dürft euch jetzt zurücklehnen, ja? Und wir werden dir jetzt ein Lied singen. Erschrick nicht, ich weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich nicht sehen. Tobi hat hier so eine formschöne Hand, ja? Und er wird jetzt immer entweder auf Konstanze oder auf mich zeigen und wir müssen dann eben im Lied, im Wort, dein Lied weitersingen, ja? Wenn du dann nachher, kannst du den Livestream angucken auf dem YouTube-Kanal vom BKA, dann siehst du alles in voller Montur mit Hand und allem inklusive, tippitoppi. Gut, okay, Felix, bist du bereit? Und wir zählen runter mit 5, 4, 3, 2, 1, los! Dir ist es Freude pur,
Ach, wenn ich doch nur im Jobcenter jobben würd. Ich würd mich so freuen, wenn du mich kontrollierst. Oh, Felix, schreib mich mal in deine Excel-Tabelle und komm und kontrollier mich mal eben auf die Schnelle. Ich mach extra Fehler, dann bist du richtig streng. Oh, Felix, bei mir macht es überall Bang, Bang, Bang. Oh, Felix, lass uns tanzen Tag und Nacht. Oh, Felix, du und ich sind fürs Feiern gemacht. Ja, oh, Felix, die Nächte mit dir, die sind so wunderschön. Dürfen wir ja nicht. Egal, am Tunnel, ja Mann, da sieht man schon das Licht. Oh, Felix, und wenn dann alles wieder in Ordnung ist, dann steigen wir aufs Rad und dann machen wir alle Autofahrer platt. Oh! Felix, für dich baue ich jeden Fahrradweg dieser Welt. Oh, Felix, wenn dir dann diese Stadt besser gefällt. Oh, Felix, komm, wir gehen auf den Karneval. Und nächstes Jahr ist alles vorbei. Und dann starten wir mit dem Knall. Oh, Felix, ja dann wird richtig Jeck abgefeiert. Oh, Felix, nur du und ich und Schlag ein, Felix! Schlag ein, Felix! Yes! Ja. Felix, so geil, dass du angerufen hast! Hammer, gerne. Wir wünschen euch noch einen richtig geilen Abend am Hermannplatz! Ciao. Danke, tschüss Alex, tschüss Felix! Ciao! Ciao! Tschüssi! Crazy! Großartig, das hat funktioniert. Immer wieder was Neues, ganz, ganz wunderbar. Ja, wir sind jetzt eigentlich auch schon am Ende von diesem großartigen letzten dritten Livestream hier im BKA. Folgt uns bitte liebend gerne auf Facebook, auf Instagram, chaos-royal. Oder guckt auf der BKA-Theaterseite, was es ansonsten hier für großartige KünstlerInnen auftreten. Wirklich großartige Livestreams, die hier noch stattfinden. Das ist übrigens meine wunderbare Superhand, mit der ich hier gewechselt habe. Falls man die gerade nicht gesehen hat, wollte ich sie euch nochmal präsentieren. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Kommt im August hier ins BKA. Wir freuen uns, wenn wir euch live sehen können. Bis dahin, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Alles Liebe! Und gespielt haben Konstanze Koma und Josefine. Hi! Dankeschön! Danke an das Live-Publikum, danke an Sven, danke an Julia, danke an Piano Uwe und Uwe Berger. Danke an Spicker. Tschüss! Tschüss! Ich halt schon wieder vorbei. Bin da? Ja. Ich hab der Blonden geschrieben, dass du auf sie stehst. Hot?
Mhm.